Sicherlich nicht das Schnellste. Und dieser Mann will's wissen. Ja, jetzt beginnt seine schnelle Runde. Meine Güte, stehen da prominente Namen auf den unteren Plätzen. Sie haben es gesehen beim Durchlauf hier. Sicherlich Häkkinen am furchtbarsten da hinten, aber auch Hill, Berger, Lesi, Coulthard. Die stehen, weiß Gott, zu weit hinten. Und auch Heinz-Harald Frentzen greift jetzt wieder an. Zurück zu Villeneuve, auf dem Weg, seine eigene Bestzeit zumindest zu egalisieren. Bisher hat er ja immer noch zugelegt. Ja, seine Stärke kommt erst später. Das werden wir jetzt ab der zweiten Sektorenzeit sehen. ...0,1 hat er ein bisschen verloren. Und wir sind natürlich jetzt voller Spannung, liebe Zuschauer, ob Heinz-Harald Frentzen hier eine fehlerfreie Runde zustande bringt. Sie können sich erinnern, ihm fehlte ja in der ersten Sektorenzeit maßgeblich Zehntel auf diesen Mann hier. 1,24,4 holt im dritten Sektor wieder auf, nachdem er hinter seiner eigenen Zeit lag. Fährt er jetzt 1,24,4 Abstand zu Frentzen. 0,1.